Herzlich willkommen auf musikmachen.de. Ich bin der Ralf Oehmichen und heute zeige ich euch hier diese Gitarre. Das ist eine VGS Stage Pro. Das Besondere an dieser Gitarre ist sicherlich die Evertune Bridge, die hier serienmäßig mitgeliefert wird. Da sage ich gleich auch noch mal was zu. Jetzt erkläre ich euch erstmal, wie die Gitarre sonst zusammengebaut ist. Wir haben hier einen Erlekorpus mit einer schönen dicken Ahorndecke drauf, angeschraubten Hals, ebenfalls aus Ahorn, mit einem Griffbrett aus Ebonol. Wir haben Locking-Mechaniken, 22 Jumbo-Bünde sind auf dem Hals, der Hals schön flach in C-Form. Und dann gibt es zwei Seymour Duncan Humbucker. Am Hals ein SH1 und an der Bridge ein SH4, die dann über den Tonpoti auch noch splitbar sind. Und wie sich das anhört, das sehen wir jetzt. Evertune Bridge, die hier drauf ist. Das ist ein ganz neues System. Da wird jeder Seite eine Feder zugeteilt und dadurch wird gewährleistet, dass die Gitarre immer ihre Stimmung hält. Man kennt das ja sicherlich, wenn man einen Auftritt hat und plötzlich ist es heiß auf der Bühne und die Stimmung geht in die Knie. Das kann hier nicht mehr passieren. Also witterungsbedingte Verstimmung gibt es nicht mehr. Ich kann das hier gerade mal zeigen. Also selbst wenn ich hier an den Gitarren ziehe, die Gitarre ist immer wunderbar in Tune und also eine tolle Erfindung und das gibt es halt hier serienmäßig bei dieser Gitarre mit dabei. So, mit der VGS Stage Pro kriegt man eine gut verarbeitete, ordentliche Gitarre. Das Ganze kam hier sehr gut eingestellt an. Die Pickups sind natürlich klasse, machen wenig Geräusche, haben einen super dynamischen Sound und das Spezielle ist sicherlich die Evertune Bridge. Und da kann man dann für einen Preis, der um 900 Euro liegt, nur wirklich nicht meckern. Da kann man nichts verkehrt machen. Das war es jetzt von mir. Ich bin der Ralf. Hier ist musikmachen.de und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.